Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video. Ja, beim letzten Mal habe ich hier eben diese Mission gemacht, die ich jetzt gerade schon angefangen habe, nämlich bei Sweetie. Und da sollten wir wie auch üblich zwei Borders-Gebiete erobern. Und ja, das hat sich schwieriger gestaltet, als ich gedacht habe. Und jetzt muss ich dann halt eigentlich mal nochmal einen neuen Versuch starten, ne? Und aber bevor ich hier überhaupt irgendwas an... fangen will, muss ich mir erst einmal... Ach, Sweet, noch nicht ballern. Wir sind noch gar nicht so weit. Mein Gott. Wir sind noch gar nicht so weit. Ich muss erst mal zu Ammunition fahren und mir mal ein bisschen ein paar Knarren holen, weil die habe ich ja immer noch nicht. Ja, meine Taktik ist, ich nehme jetzt Sweet mit einfach ins Gefecht. Ich nehme den jetzt einfach mit ins Gefecht. So viel Schaden verliert er nicht. Dass der da wirklich irgendwann stirbt. Also den nehme ich mal mit ins Gefecht und der pustet ja auch ab und zu mal ein paar Borders weg. Also von daher kann ich ihm da schon ein bisschen vertrauen. Also nichts nutzt ist er nicht. Manchmal steht er ein bisschen im Weg rum, aber trotzdem pustet er dann meistens welche mit einem Schuss weg. Also von daher kann ich ihn dann eigentlich ganz gut gebrauchen. Das erleichtert das Ganze. Und zum Zweiten, ich dürfte nicht so defensiv vorgehen, weil ich bin im letzten Mal bin ich einfach zu defensiv. Ich habe mir irgendwie immer so ein Versteck gesucht, wo ich mich so ein bisschen Rückzugsort gesucht habe. Das darf ich nicht machen. Ich muss voll in die Offensive gehen, die Ballers schon richtig früh abfangen und die gleich wegpusten. Und dann habe ich da eine Chance. Dann ist diese Mission kinderleicht. Das ist doch auch echt nicht so schwer, da die Ballers da wegzupusten. Das ist, haben wir ja schon eigentlich wie oft gemacht. Nur ich habe einfach zu viele Fehler letztes Mal gemacht und war, wie gesagt, einfach zu defensiv. Manchmal ist offensiv dann doch besser. In dem Fall schon. So, ach komm, ich baller ja eigentlich nur mit der M4 rum. Also kaufe ich mir jetzt erstmal nicht noch mehr. Ich bin jetzt nämlich richtig heiß drauf. Und wie gesagt, Sweet kommt mit. Manchmal ist er ein bisschen nichts, sonst steht er sogar manchmal in meiner Schussbahn, aber wenn er will, dann pustet er auch mal so ein paar Ballers weg und deswegen ist er eigentlich eher eine Hilfe, als dass er eine Belastung ist. Wo war denn das gewesen? Irgendwo mal eine Mission, da war, hatte ich ja auch irgendwelche Hilfen dabei und die waren eher eine Belastung gewesen, als dass sie eine Hilfe waren. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in GTA San Andreas war oder bei GTA Vice City. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ist mir jetzt auch egal. Ich fange jetzt hier erst einmal an, suche mir jetzt ein schönes Plätzchen, wo ich mal den Krieg eröffnen kann, ne? Und dann legen wir mal los, ne? So, jetzt muss ich nur mal welche suchen. Ein paar Boller suchen. Ich glaube, ich fange mal hier einfach an. Ich steige jetzt hier mal aus. Das war jetzt nur ein Drogendealer gewesen, aber der verdient ganz schön viel Geld, habt ihr das gesehen? So, jetzt habe ich schon ein paar... Wow, die sind gerade zu viele. Ich muss mal Sweet ein bisschen machen lassen. Und das meine ich damit, er geht mir dann in die Schussbahn. Das nervt ein bisschen. Wow, shit. Boah, guckst du denn jetzt, wie hinter dir steht doch einer. Also manchmal guckt der doch nicht, Alter. Das läuft bisher noch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Zwei Stück habe ich jetzt noch am Radar. Kaboom! Kaboom! Jo, der Krankenwagen läuft auch bei dem. Hat sich da auch schön festgebackt.
So, wo ist jetzt der eine Spezialist? Jetzt war sie noch da. Ah. Ach, Mann. Ich hasse das, diese Typen, die sich da so festbacken müssen, Alter. Die sind so unerträglich da. Wegen dem muss man immer so extra Schichten einlegen, wisst ihr? Ich hole mir erstmal Rüstung da unten. Das ist erstmal wichtig. Die liegt nämlich hier unten. Nee, die liegt sie nicht. Hä, komisch. Die lag doch hier beim letzten Mal. Ach, Mann. Wo liegt denn mal Rüstung? Gib mir mal Rüstung. Oder Leben oder sonst irgendwas. Hey, what's cracking that? Ah, dann knall ich den jetzt erst einmal ab hier. Ah, sind sogar zwei. Erste Welle überstanden. Ich brauche trotzdem mal Rüstung, Mann. Seid ihr doch gemein. Liegt doch sonst immer was rum. Also manchmal liegt hier was rum und dann liegt mal wieder nichts rum. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, Alter. Wo ist jetzt eigentlich Sweeten? Ich weiß es nicht. Oh yeah, that's right. I'm just a mark. Kabum! Da hinten schwebt so rum die Rüstung. Und sagt nichts. Dann kann ich mir die jetzt aber erstmal holen, oder? Gibt's nicht immer diesen einen? Ich will mal gerade das ausprobieren. Ja, genau, man kriegt volles Leben, wenn man einen Kranken. Nicht ganz volles Leben, man die ist. Das Leben. Das Leben füllt sich zumindest ein bisschen auf. Ah, scheiße. War nicht so ganz gut, aber gut. Jetzt müssen wir noch die dritte Welle überstehen. Irgendwie. Wow, komm. Give me that money. What's popping now? Jetzt liegt hier unten auf einmal Leben. Die wissen auch nicht, was sie wollen. So. Jetzt müssen wir die Panzerbammel da noch erledigen. Irgendwie. Die haben sich wieder irgendwo festgebackt. Ich krieg die Krise hier. Die. So, Freunde, jetzt ist mir das Scheißspiel auch noch abgekackt. Ich habe jetzt mal die erste Welle schon angefangen hier. Das ist mal wieder typisch. Ich war so gut dabei gewesen und dann kackt mir das Spiel ab. Natürlich! Mein Gott. So, wo sind denn die jetzt, die Spezialisten? Die sind hier oben über mir oder was? Ach, muss man jetzt wieder extra Wege wieder für die laufen. Weil die sich wieder irgendwo verstecken, Alter. Und ich werde hier immer angemacht, wenn ich weglaufen würde.
den kriege ich durch den Zaun nicht, oder was? Mein Gott. So, das läuft doch ganz gut hier. Gut, da haben wir den Spezialisten, der kann mich eh nicht abfeuern. Wenn ich ihn nicht abfeuern kann, kann er mich auch nicht abfeuern. Das ist ganz einfach. So, jetzt haben wir noch ihn hier. Wegen ihm muss ich jetzt wieder hier Umwege gehen. Ach, Kenners, Kenners. Aber ich hole mir erstmal vielleicht die kugelsichere Weste, das ist gleich mal sinnvoll. Auf einmal hat er sich nicht mehr festgepackt, so ein Arschloch, Alter. So, ich gehe mal wieder in diese Gasse hier rein, die ist ganz gut, weil von hinten kann sich dann keiner mehr anstellen. Das ist ganz clever eigentlich. Ah, jetzt muss es auch noch regnen. Hey, you need a hole put in, huh? Go blast. So. Das ist ja immer wunderbar, dass sie mir direkt immer schön in die Arme laufen. So habe ich leichtes Spielen. Guck, Sweet, lauf mir doch nicht in die Schussbahn, mein Gott. Back off. Dieses Viertel. Erobere ein weiteres Viertel, okay. Holen wir ein bisschen Kohle uns noch hier. Ah, jetzt müssen die Ambulanz auch noch kommen. Naja, gut. So. Und Rüstung haben wir jetzt auch voll, das heißt, wir können jetzt eigentlich gleich weitermachen. Und dann gehen wir ins nächste Gefecht. Sweet hat kaum Leben, hat gar kein Leben verloren. Also das läuft doch mal gut. Optimale Voraussetzung eigentlich. Soll ich die drei da mal nehmen oder die sind mir gerade hier so schön, stehen die mir hier, oder? Okay, das war noch kein Bandenkrieg. Jetzt habe ich einen provoziert. So, da hinten jetzt um die Ecke kommen die jetzt. Ach, Sweet, steh doch nicht im Weg rum, meine. Erste Welle überstanden, läuft. Seht ihr das? Manchmal steht dann Sweet einfach im Weg rum. Ich will mich abrollen, er steht im Weg. Er läuft in meine Schussbahn. Das sind alles so unnötige Sachen, die man vermeiden kann. Wisst ihr, was ich meine? Da schon wieder, merkt es. Das sind alles so unnötige Sachen. Deswegen will ich ihn eigentlich immer nicht dabei haben. Aber gut. Da schon wieder. Merkt ihr, wie ihr von mir ganz hier ruhig rumschleicht und an nichts macht? Jetzt hat er es auch mal kapiert. Zweite Welle überstanden. Läuft. Tja, Sweet, du hast gut reden. Du machst ja hier kaum gar nichts, ne? Ich muss ja alles machen hier. Immer das Gleiche.
Schön, dass sie jetzt nur von einer Richtung kommen. Ah, das ist herrlich. Das war jetzt einfach. Wie die mir jetzt direkt in die Arme gelaufen sind, das war doch wunderbar. Hier gibt es auch noch umsonst kugelsichere Weste, das läuft. Und Sweet ist unbeschadet, das ist ja der Wahnsinn. Boah, geht's noch? Sweet? Sweet, wo bist du? Hey, over here. Come on, keep up. Alter, dieser scheiß Krankenwagen hätte jetzt Sweet beinahe umgefahren, oder was? Ich krieg die Krise. Meine Fresse. Das wäre jetzt nochmal so eine Krux gewesen. Das wäre jetzt nochmal so eine Pointe gewesen. Wisst ihr es? Sweet überlebt die kompletten Bandenkriege und am Ende wird er von einem Krankenwagen überfahren. Das wäre es jetzt noch gewesen. Zum Glück nicht. Das hätte aber mal wieder in die Story gepasst irgendwie. Das hätte wieder voll in die Story gepasst. Naja gut, es ist nicht eingetroffen, Gott sei Dank. You help Grove Street family handle those ballers. Johnson boys roll right over. Okay, dog. I'ma get some sleep. I'm beat. Here, I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. Mission erfüllt, $10,000. Also können wir noch ein bisschen Kohle aus der Mission mitgeben. Ist ja auch relativ selten, wenn eine Mission bei Sweet ansteht. Also hat sich das Ganze doch gelohnt und ja, ich hoffe jetzt, diese ganze Bandenkrieg-Geschichte nimmt irgendwann mal ein Ende, weil jede Folge irgendwie Gebiete erobern wird ja auch mal langweilig. Ich will jetzt auch mal wieder mal was anderes machen. Vielleicht dann in der nächsten Folge, da müssen wir allerdings wieder woanders hinfahren, nämlich wahrscheinlich, wieder zu unserer Villa, also zu Mad Dogs Villa, müssen wir fahren, um die nächste Mission zu machen. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!